Jo, Alter, Rektek, Alter. Ah, Alter, ne? Sammeln gleich den Text, immer gescheiter. Lernten von den Meistern und tragen die Fackel weiter. Weiter erschlagen! Das ist ja das Intro. Irgendwo im Weltraum vor. Einst einer der größten Sternkreuzer. Vorstellen. Auf einmal geht da irgendwo Funken, gehen da los, ein rotes Licht und ein altes Band wird abgespielt und schreibt die Tore ein. Schreiben werden. Und ich werde es einfach mein Intro mit den drei goldenen Regeln, die wir uns hier auferlegt haben, oder ich euch auferlegt habe, beenden. Danke. Also, die erste Regel ist: alles ist der Song. Was heißt das? Das heißt, der Song geht über den Individuum oder das Ego. Der Song muss gut sein und wir müssen alle für den Song arbeiten. Und wenn einer da nicht so jetzt passt oder das einfach zu viele Rap-Parts sind. Das mich da so ein. Nee, achso, mach ich. Okay. Das ist nur wie länger jetzt. Das ist ein Silber, nee. Dann müssen wir Jörg rausschneiden. Nee. Dann ist es so, dann muss einer mal. Aber Gott, ist das schlimm, wenn dann mal der Martin nicht mit drin ist? Das ist auch nicht schlimm. Also ich werde auch mal bei Songs nicht dabei sein. Aber vielleicht willst du ja bei so einem Stellen nicht raus dann. Ja, das geht auch. So, aber da gibt es ja goldene Regel 2 und das ist Teamgeist. Ich werde alles dafür tun und auch die anderen, dass jeder mal auch auf irgendeinem Song drauf ist. So, also da müssen wir alle zusammenhalten und auch mal hier, schreibt mal der eine ein bisschen den Text für den anderen und so. Also wir sind ein Team, also es ist nicht so, dass dann jeder in seine Ecke geht und den Text fertig schreibt und mal kurz aufreppt und wartet, sondern wir sind ein Team und wollen einen geilen Song haben und wir helfen uns da gegenseitig. Und der dritte Punkt ist, Spaß muss sein. Spaß! Das geht vielleicht auch ein bisschen an mich selber, dass ich das jetzt nicht zu ernst nehme, dass wir trotzdem eine coole Zeit haben. Und wenn das nicht ist, wenn wir hier keine gute Zeit haben, dann brauchen wir erst gar nicht anfangen. Das ist auch so wichtig. Ich finde die Zeit ist schon gut. Siehst du, fängt schon gut an. Fängt schon gut an. Paella. Super. Und wir haben Kühlschrank von der Bühne. Und das Thema ist der Weltraum. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. Ground control.
Hallo! Hi! Willkommen in der Necropolis-Veranstaltung dieses ereignisreichen, ich würde sozusagen, das ist eigentlich schon Hip-Hop-Geschichte, die wir hier schreiben. Ihr seid dabei. Schön! Ne, also, das hat er angefangen, als Andi und ich hier bei der Hochzeit von Tobias in Italien waren und dann haben wir uns gedacht, ach Mensch, wäre doch geil, wenn wir mal so ein bisschen Trip machen, nur einfach rappen und hier schön in der Sommerfinca irgendwo so ein geiles Album zusammen machen. Ja, ich hab hier auch mal Bella Italia. Aber das war jetzt gerade improvisiert. Und ja, was soll ich sagen? Also am Ende ist es ja auch einfach eine geile Reise gewesen. Das, also gar nicht jetzt hier, ja. Also das Album ist auch gut geworden, aber an sich die Erinnerungen, die wir da hatten, und ich finde, das war ein Highlight. Definitiv. Ja, und was ich auch super fand, dass jeder irgendwie sehr motiviert war. Und, also es war jetzt nicht so, dass komm, ich krepp jetzt hier einfach mal rein und dann ist gut, sondern jeder hat versucht, da so sein Bestes zu geben, hat auch am nächsten Tag dann nochmal seine Spur nochmal geändert. Also egal wie gut oder schlecht wir am Ende jetzt waren, aber jeder hat so sein Bestes gegeben und das war jetzt unser. So, das, was wir bieten können, fand ich. Und das fand ich echt gut von allen. Also wir haben uns auch gegenseitig beim Texten geholfen und so. Und oh, sehr schön! Am Ende ist kein Album geworden. Nee, ist gar kein Album geworden, sondern es ist ein Weltraum-Epos entstanden. Eine epische Geschichte über die Division One. Hört, hört! Was? Der war jetzt OG, der Aufnahme. Naja, guck da hier, so leise warst du. Ich hatte gezeigt, dass wir noch können. Ja. Und dass wir mehr wollen als nur. Als nur fuck, fuck, fuck. Deine Mutter Galactica. Wird jetzt sofort rausgeschnitten und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist.